die Bratwurst schmeckt dir schon wieder bei diesem Wetter. Und auch herzlich willkommen Joe Roman und die Hildesheim Invaders, das Footballteam, heute zu Gast hier im Friedrich-Ebert-Stadion. Von der Seite schon mal viel Erfolg für die zweite Football-Liga. Ja, und das Team um Jürgen Stolfweg hatte einiges gut zu machen. 2-0 verloren gegen den VfL Osnabrück. Und nur 1-1 bei Arminia Hannover. Und die Weißen wollten heute mal richtig was zeigen. Es war ja doch auch schönes Wetter. Fangen wir mal an. Hier ist Tobias Gensrich auf der Außenbahn mit der Flanke. Und in der Mitte Benny Plaschke. Knapp über das Tor die erste Chance nach ein gut paar gespielten Minuten. Weiter ging es dann mit einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Christoph Lange und dann köpft Omar Fahmi den Ball an den Pfosten. Hier sehen wir es gleich nochmal. Da der Kopfball und dann Glück für Ottersberg. Hier nur der Pfosten. Und wieder die Domscheinelf. Hier weiß der Torwart nicht genau, was er mit dem Ball machen soll. Omar Fahmi schaltet am schnellsten, sieht dann Benny Plaschke. Aber der verfehlt das Tor nur knapp. Ja, also hier sah man einiges von Wiedergutmachen. Sotirios Panagiotidis, den haben wir heute noch öfters hören, mit der Flanke. Und dann ist da Tobi Gensrich. Oh, gut gehalten vom Ottersberger Keeper. Tobi Gensrich heute in der Startformation gut trainiert. So las man es in der Zeitung. Und hier zeigt er es, dass er auch seinen Trainer nicht enttäuschen wollte. Dann ein Freistoß von Ottersberg und schauen Sie in die Mitte. Sotirios Panagiotidis und Nils Zumbeel, die raten da aneinander quasi, beziehungsweise mit dem Knie erwischt er ihn. Und hier sehen wir es, ja, Soto, Klitschko, zweite Runde. Das sieht nicht gut aus, aber unter Beifall der 450 Zuschauer konnte er dann doch weiterspielen. Und das sollte Folgen haben, aber dazu später. Erst einmal Christoph Lange mit dem Ball auf Omar Fahmi, der hier wieder an den Ball kommt und dann die nächste gute Chance für die Domstadt-Elf. Ja, und weiter ging's. Einwurf Hartmann in die Mitte. Der Ball kommt gleich wieder zurück, wieder zu Hartmann. Und dann, Achtung, geplinkelt ein bisschen dort. Nochmal ein Schussversuch und der Ball kommt gleich zu Philipp Rucker. Achtung, abgelegt von Omar Fahmi. Rocky, aber knapp vorbei. Man näherte sich langsam, aber sicher an. Und er konnte es nicht fassen. Soll es denn hier schon wieder losgehen? Gutes Spiel und dann doch vielleicht eine Niederlage? Schauen wir mal. Hier hinten wurde auch gut abgeräumt. Pepe Magira tat das, wofür er geholt wurde. Er hielt die Abwehr in Stand. Dann wieder Tobi Gensrich. Und in der Mitte sind sie sich nicht einig. Nur einer. Omar Fahmi 1-0 für die Domstadt-Elf. Ja, ja, da ist er, genau, Omar Fahmi. Und hier, den müssen wir auch gratulieren. Tobi Gensrich, klasse Vorarbeit. Wir sehen uns gleich nochmal von der linken Seite. Und jetzt schauen Sie in die Mitte. Eieiei, Ottersberg. Ich will nicht. Ich soll. Naja, gut, aber Omar Fahmi, wer macht's denn? Schade eigentlich, die sympathische Mannschaft für Ottersberg. Aber hier nutzt es unsere Nummer 9 dann auch aus. Aber Ottersberg, die wehren sich. Schauen Sie mal, Pfostenschuss. Eieiei. Geht das wieder los? Hier hätte aber einer gesessen. Nur 2 Minuten später diese Chance für den TSV. Betrachten wir es mal als Schönheitsfehler, denn es ging wieder weiter nach vorne. Das ist Philipp Roger. Was für ein klasse Pass mit dem Außenriss à la Zico. Und hier ist Omar Fahmi. 2-0, das Stadion tobt. Omar Fahmi und hinein in die Huschebahn. Ist das der Nachtexpress? Mann, weiß ich nicht. Jawohl, klasse Jungs. Omar Fahmi und vor allem die Vorarbeit von Philipp Roker. 1-A. Hier sehen wir es nochmal. Eiskalt vollstreckt von der Nummer 9 von Omar Fahmi. So, wir springen aber hier mal gleich in die nächste Szene. Wieder Omar Fahmi und auf der Linie fast noch geklärt vom Ottersberg. Aber dann hinein in die zweite Halbzeit. Diese beginnt wieder spektakulär. Philipp Rucker, der war heute überhaupt nicht zu bremsen. Gute Chance gleich nach Wiederanpfiff.
Langer Ball jetzt von Nils Summel. Achtung, wir schauen uns die Szene mal ungekürzt an. Hier Philipp Rucker, kein Problem für den Ottersberger Keeper. Der möchte das Spiel schnell machen. Der Ottersberger auch und spielte ihn schnell wieder ab in die Beine der Hildesheimer. Da ist er, Dominik Hartmann, er kämpft den Ball. Und dann Benny Plaschke und der 17er kann nur faulen, 11 Meter. Und das gab es bei Arminia ja auch. Da verschoss ja Elias Papadopoulos den Elfmeter. Und jetzt ist Omar Fahmy dran. Der darf es jetzt besser machen, oder? Nein, machte er nicht. Verschoss auch diesen Elfmeter. Oh, hat die Domstadt Elf vielleicht eine Elfmeterseuche? Aber der Rest klappte. Hier schauen wir nochmal. Das ist Tobi Gänzrich nach schönem Pass von Philipp Rucker. Wieder der 13er. Und schauen Sie mal hier, Sotirios Panagiotidis, der kann auch gute Pässe spielen auf Benny Plaschke, Florian Rotha und wieder, heieiei, das war Gänzrich und den Fanny mit der Fußspitze. Und jetzt, Achtung, Ball super geklärt von Ottersberg in die Füße von Lange und da Torwartfehler und hier Panagiotidis. Ja, guck dir das einer an. Der war schon K.O. in der Anfangsphase des Spiels in der 67. Minute. Da ist er da. Sotirios Panagiotidis, kurz Soto genannt, der lange Innenverteidiger. Ja, selbst der Rucker kann es nicht glauben. Was ist da denn los? Hier sehen wir es nochmal. Ja, der Torwart hatte heute keinen guten Tag von Ottersberg und Soto mit dann fast 2 Metern ist da und köpft den Ball ins rechte untere Eck. Dann Auswechslung von Fahmy. Schauen Sie mal, Jürgens kommt rein. Achtung, Jürgens, diesen Tor. So, und jetzt Achtung, was machte denn dieser Jürgens? Kurze Zeit später, er war gerade nur ein paar Minuten auf dem Platz. Das ist Rucker und Hartmann und Jürgens. Ja, Wahnsinn, 4:0. Jonas Jürgens nach langer, langer Verletzungsphase ist der junge Hildesheimer endlich wieder im Team. Und schauen Sie mal, alle haben ihn lieb. Ja, hast du super gemacht. Guck dir das an. Und da ist der Vorlagengeber. El Capitano, Dominik Hartmann. Hier sehen wir es nochmal. Die Vorlage und dann Jonas Jürgens. Rechts angenommen, links reingemacht. Bravo. Tja, das ist wirklich wieder eine Gutmachung. Eine Wiedergutmachung. Ja, Pepe, versucht's auch mal aus der Entfernung. Auch das kann er, aber auch gute Parade. Die anschließende Ecke. Wer kommt da angerauscht? Hier schauen wir es nochmal. Abgeblockt und wieder Panagiotidis. Jetzt wollten sie alle nochmal. Und weiter ging es nach vorne. Hier ist nichts mit Bremse. Wir haben hier einiges gut zu machen. Benny Plaschke und dann Dominik Hartmann. Und der Torwart hält den Ball spektakulär mit dem Kopf. Die wiederum anschließende Ecke. Da ist Jonas Jürgens auch wieder mit dem Kopf. Also ich könnte Ihnen nochmal so eine Szene zeigen. Aber wir suchen die Besten raus. Angriff jetzt von Ottersberg. Und jetzt schauen Sie mal auf Christoph Lange. Ja, der soll den Ball abspielen. Das hören Sie auch schon aus dem Publikum. Macht er aber auch. Und zwar im richtigen Augenblick. Hier, klasse Pass auf Philipp Rucker. Kurz einen aussteigen lassen und dann rein das Ding mit links. 5:0. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Philipp Rucker, die Nummer 16, kürzt seinen Tag heute mit dem Tor. Hier sehen wir es nochmal. Klasse, dieser junge Außenflitzer. 5:0 gegen Ottersberg. Wichtige, wichtige 3 Punkte. Und dann nochmal eine Chance. Achtung hier, Papadopoulos, klasse Pass auf Rucker. Der lupft den rein, aber gerade noch auf der Linie. Weggeköpft. Und ja, das war es dann auch im Friedrich-Ebert-Stadion. 5:0 zu Hause gewonnen. Alle sind erleichtert, dass es mal wieder zu Hause mit einem Dreier geklappt hat. Sie sehen es da unten. Es geht nach Nordheim und Sie können dabei sein. Einfach anmelden unter info@vv06.de. Bis dahin, eine schöne Woche.